Der ist so hoch. Was bist du denn jetzt dort? Hoch. Pass auf, ein Creeper! Idiot. Wie hast du den von hier unten gesehen? Nee. Da war es aber schon zu spät, hä? Ja. Zu spät. Kleines Haar. Nee, stimmt das jetzt? Nee, war schon wieder falsch. Oh. Geh weg, du blöder Zombie. Du bist mir viel zu klein. Hat er überhaupt verrottetes Fleisch fallen lassen oder sowas? Ne. War der gute Herr wohl sich zu fein dafür? Oh, was hast du denn hier für eine Scheiße gebaut? Vor allem kannst du die Scheiße nicht wegmachen, wenn du fertig bist mit Scheißen. Ja, finde ich nicht. Oh, nee! Geh weg von meinem Staudamm! Blöder Zombie, du Arschkopf, du Arschgeige, du verfluchtes Ding. Du. Jetzt geht weg. Geht alle weg. Ich kaufe nix. Oh. Geht weg. Soll ich dich runterhauen? Ich versuche gerade was einzugeben. Hallo Spinni. Ja, ich verstehe dich. Lol. Oh, falsche Richtung. Ah. Was geht denn hier? Ey, was geht? Setzen? Nee. Nein. Pisst euch. Dein Stadtschirm wird infiltriert. Nein. Oh. Hallo. Oh. Jetzt sind die Pfeile aus. Ich schäu sie mir. Oh, noch einer. Oh, jetzt hast du meine geheime Truhe gefunden. Ja, vor allem. Ich renne bloß noch mit 3 Herzen rum. Ein halbes! Hast du mich gerade gehauen? Eineinhalb? Nee, ein halbes. Ein halbes? Oh, das ist wenig. Hast du mich gerade gehauen? Nö. Doch, du musst mich gehauen haben. Rum, aua. Geh mal schlafen. Komm mit mir ins Bett. Bett. Zu viele. Aua, aua, aua. Oh, das ist doch hier. Was soll denn das, Philipp? Komm schnell, Bett. Das sind doch Zombies in der Nähe. Aua, Bett. Ich gehe Steine formen. Du gehst jetzt hier ins Bett. Aua! Du, durch die Tür.
Lol. Ach, Diamanten. Was hab ich denn für ein Glück? Gibt's echt, ne? Jeder Submining-Gang, den ich hier anfange, endet bei Diamanten. Schon wieder 6 Stück. Ich habe noch 2 in der Kiste, ich habe mir eine Spitzhacke schon gemacht und ein Schwert. Ich habe 13 Stück schon gefunden. Wo denn das? Weiß ich nicht, war bei dir. Nö. Nee. War nicht. Hallo? Na. Ah. Wer ist denn das? Der heute einen Schock seines Lebens gekriegt hat. Ach, Uwe. Hallo. Ich höre schon eine Weile zu. Schön, Alex, du wirst heute in der Aufnahme mindestens 3-mal an dein Gesicht denken, an dein Gesicht denken, wo das halt losgegangen ist. Das war aber fies. Das war so geil, isst sein Apfel, einmal schreit's los, guckst du nur über sein Gesicht, fängt an zu lachen und haut das Display nach unten auf den Tisch. Das war aber fies. Uwe, sag erstmal hallo, Rich. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin jetzt überraschungsmäßig wieder mit dabei, also heute 10 Minuten. Vielleicht schon länger. Und wir haben mit euch die Aufnahme. Hallo, ich hab noch ein halbes Herz, du blödes Arschkopf, du Kind. Mir dieses Gelaber in die Welt mal etwas zu Gemüte führen, welches hier veranstaltet wird. Ja, wir müssen dich bestimmt erstmal zu uns teleportieren, oder wir müssen auch in die Koordinaten, weil du bist am Spawn. Soll ich das machen? Ja, mach mal, Daniel. 244? Ja, ja. Hast du? Naja, hab ich aufgenommen. 100. Mhm. Ja. Ist das weit weg eigentlich vom Spawn? Das war X und Z. Ich bin gleich da. Was macht denn eine Raupe für ein Geräusch? Oder ein Kamel oder ein Kamel mit einem Höcker wie Dromedar. Was machen die für Geräusche? Die Röhren. Okay, gut. Na, Raupe. Die Röhren. Gut, okay. Sagt uns. Ich weiß ja auch nicht. Dann frage ich euch ja. Was ist denn der Falschen? Ein Dromedar, das tut eigentlich ja so schnauben, oder nicht? Ey, Delfin macht doch so Knacklaute, hä? Nee. Das tut doch so quietschen, oder nicht? Ja, genau. Fast. Alex, wie geht's dir? Mir geht's gut. Fußballspiel war anscheinend gut ausgegangen. Ja, ist erfolgreich ausgegangen. Hätte besser sein können, aber man hat am Ende gewonnen. Hat Chelsea gespielt? Natürlich. Ja, siehste. Siehste, für den wollt's mir nicht glauben. Sieht wahrscheinlich daran, weil ich. Da wäre sogar nicht gespielt, aber was hat es mit die, was sind das für, ist das Lehm oder was sind das für brauner Stein? Ist das Wüstengestein oder? Das sind Canyons. Ah. Das ist Lehm und Rot.